Jawohl, Müller. Diaby, ey. Der Mann ist so gefährlich. Müller hält das Ding. Boah, rennt durch alle durch und Tor. Da grätschen drei Leute von unserer Diaby vorbei. Und dann halt auch VfB-typisch ist das ein Abschluss, der halt abgefälscht wird und dadurch unhaltbar reingeht, ne? Der Schuss geht so im Leben nicht rein. Der Schuss geht so im Leben nicht rein. Abgefälschter Dreck. Ja. Schießt der Anton an. Super. Geil. Aber hat nicht sogar irgendwer in den Kommentaren geschrieben, wer macht das erste Tor? Ich habe sogar Diaby geschrieben. Kurz vor Halbzeitpfiff. Rechts am 16er von Leverkusen. Geht trotzdem nach hinten der Einwurf. Top. Geil. Und wieder an der Mittellinie auf einmal. Und bei Müller. Ja, pfeift direkt ab. Gibt ja auch keine Nachspielzeit für nix. Selbst da schmeißt da kein Mensch den Ball mal in Richtung 16er. 0,6, 0,2 X-Goals. Langweilige Scheiß-Halbzeit, wirklich. Schön, Thomas! 3 gegen 2! Ja, führe ich. Und der klassischer Führig, Alter. Klassischer Führig. Armada. Führig hoppelt da 15 Minuten mit dem Ball rum und weiß nicht, was er machen will eigentlich. Meine Fresse, Alter. Entscheidungsfindung gleich null. Oh, Latte, leck mich am Arsch. Diaby zieht mal komplett durch über links. Schneller als alle auf dem Platz. Scharfe Flanke und Frimpong hinten grätscht da richtig schön rein. Latte. Aber solange wir hier 0 zu 1 zu 0 halten, ist immer noch irgendwie Lucky Punch drin, ne? Abgefälscht. Eckball. Oh, alter Schwede. Boah. Dass da manche von denen Bundesliga-Gehalt bekommen für solche Pässe, ist eine Frechheit. Ja. Jetzt haben wir es endlich Spiel vorbei. Glückwunsch. Endlich vorbei. Endlich aus die Scheiße. 2-0 Tar. Endlich vorbei das Spiel. Streamen wir noch weiter oder hör mal auf? Alter. Das ist so ein brotloses Kackspiel. Da ist kein Spirit drin, da ist keine Lust auf ein 1-1 drin, da ist gar nichts drin an diesem Scheißnachmittag. Die spielen hier alle so, als würden sich ihre Standardniederlage in Leverkusen mitnehmen, wie die letzten Jahre immer. Und dann die Winterpause und gute Nacht. Die haben hier keinen Bock auf gar nichts. Lieblos und lustloser Scheißkick hier wieder in Leverkusen, wirklich. Was ein Vollrotz an Fußballspiel, wirklich. Bodenlos. Jetzt Berg einwechseln, jawohl. Junge, Waldemar Anton, Alter. Leck mich am Arsch. Boah. Wie kann man so zwei linke Füße haben, Alter? Boah, sind da Pässe dabei. Leck mich am Arsch. Boah, ist das alles scheiße. Boah. Jungs, jetzt stellt euch mal, also Jungs und Mädels, stellt euch mal vor, wir hätten gegen Hertha und Augsburg nicht noch diese Last-Minute-Tore geschossen. Wir wären so durch. Wir wären so durch. Junge, wir hätten 8 Punkte, ne? Nee, gut, wir hätten 1 Punkt gewesen jeweils, ne? Wir hätten 10 Punkte. Aber heilige Scheiße, wären wir am Arsch! Ohne diesen Last-Minute-Treffer.
Ja, was willst du sagen, ne? Ich habe schon viel gesagt während dem Spiel. Verdiente Niederlage in Leverkusen. Ohne, dass die jetzt groß gut waren. Aber wir haben halt offensiv mal gar nichts gemacht. 2,25 zu 0,43 X-Goals. Wir haben offensiv nichts gemacht. Da waren Pässe und Fehler drin. Absprachefehler. Heilige Scheiße. Die haben ja von Minute 1 an nur auf Verhindern gespielt. Die sind so reingegangen, wie die meisten Fans ja auch so. Na, normalerweise verlieren wir hier in Leverkusen. Vielleicht geht ja was. Es ging halt nichts. Wir brauchen uns jetzt nicht über eine Niederlage wundern in Leverkusen. Das passiert ja immer bei uns. Das gesamte Jahr. Keine Auswärtssieg gesehen. Kein einziger Spieler auf diesem Platz hat sich auch nur ein Auswärtsfan verdient. 12 Monate. Kein einziger Auswärtssieg. Komplette Frechheit. Und das heute war halt, ja, biederer Scheißkick. Leverkusen war auch nicht besonders gut. Wir hatten ein bisschen eine Phase in der zweiten Halbzeit, aber halt, da war nichts, nichts Zwingendes. Die wollten auch nicht. Und das größte Problem ist halt heute vor allem, wie gesagt, Niederlage kannst du damit rechnen, da muss man sich nicht zu riesig drüber aufregen. Aber der Spieltag lief halt dazu noch kacke für uns, ne? Hertha gewinnt, Bochum gewinnt, wenn es auch alles abgepfiffen ist, weiß ich gar nicht. Glaube ich aber schon gleich. Ist halt komplett für den Arsch. Ist komplett für den Arsch so. Jetzt rennst du auf Platz 15, auf Platz 16 in die Winterpause rein. Punktgleich mit Hertha, die auf Platz 15 sind, weil sie halt ein besseres Torverhältnis haben. Bochum ist auf einen Punkt an dich ran. Schalke spielt heute Abend noch gegen die Bayern. Das Gute ist, auf Bochum und auf Schalke hast du immer noch einen Punkt oben drauf, weil das Torverhältnis von denen so deutlich viel schlechter ist als unseres. Augsburg ist in der Verlosung mit drin. Köln rutscht in die Verlosung mit rein. Mal gucken, was Mainz noch macht. Ja, bleibst halt tief in der Scheiße drin stecken. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, zum Glück haben wir diese zwei Last-Minute-Treffer gemacht zu Hause. Zum Glück, das muss ja immer zugute heißen, wenn man jetzt später dann guckt, welcher Trainer bleibt und sowas. Natürlich auch davon abhängig, ob Missenat bleibt und so Geschichten, ne? Hätten wir diese zwei Last-Minute-Tore nicht gemacht, diese 4 Punkte mehr auf dem Konto, wir wären Letzter. Wir wären Letzter, wenn Schalke heute Abend punktet oder vielleicht sogar gewinnt gegen Bayern. Wer weiß, kann ja alles passieren. Wir wären komplett am Arsch. Zum Glück diese drei wichtigen Heimsiege. Bochum, Augsburg, Hertha. Sonst wären wir komplett am Arsch. Heilige Scheiße. Wir müssen dermaßen aufpassen. Diese Heimsiege waren komplett überlebenswichtig. Und heute war, ja, lustloser Rotzkick einfach. Fertig aus, lustloser Scheißkick. Die haben gekickt, als würden sie die Winterpause wollen und fertig ist. Sich nicht zu hoch abschießen lassen und in die Winterpause. So haben die heute gekickt. Oh, interessant. Die Fans holen die Spiele nochmal richtig an sich ran. Die holen sie nochmal komplett an sich ran. Auch Wimmer holen alle einen Block nochmal ran. Klar, auch so ein bisschen die Verabschiedung, ne? So ein bisschen verabschiedungsmäßig, weil letztes Spiel und sowas dieses Jahr ist ja alles irgendwie auch normal, dass sie nochmal rangehen. Ja, aber müssen jetzt da schon auch ein bisschen traurig aus, ohne da jetzt groß was reininterpretieren zu wollen. Der steht halt immer dahinter, hinter der Mannschaft, immer ein paar Meter hinter der Mannschaft, ist ja immer so. Aber ja, mal gucken, wie es aussieht, ne? Oh, das ist neu, dass Werle seine Katar-Reise abgesagt hat. Das ist neu, das heißt, es wird direkt nach der USA wird es die Entscheidungen geben. Das heißt, Ende November. Interessant. Interessant, er reist nicht nach Katar. Interessant.